So, ich darf euch jetzt herzlich noch einmal begrüßen aus der Pause. Ich sage ganz geschwind nur kurz unseren nächsten Block an. Die nächsten zwei Stücke sind beide von unseren eigenen CD auch, weil wir gerade vorher im Böhmischen Kaum gehört haben, machen wir jetzt noch im Böhmischen Walzer drauf. Und dann eine flotte Polka, zwei Blämer stehen am Wiesn.
wird sie weiterleben. Die Sonntag hinten beschieden, dann trifft auf sie einmal ein neuer Sonnenstrahl. Und bald wird sie weiterleben. Die Sonntag hinten beschieden, dann trifft auf sie einmal ein neuer Sonnenstrahl. Gäste, jetzt sind wir wieder da nach der Pause. Also ich muss Ihnen ganz sagen, so eine Abgeordnete zum Landtag, ist es ein Traum. Da kommt wirklich was Ulbrichts nach, um einen Sonderapplaus. Die hat uns bewirtet, ein Traum. Bettina Stöcker. Ich kann nur sagen, waren alle so, ne? Also Hertha, die lag es nächstes Jahr wieder ein, gell? Gefällt uns. Ja, Frühjahr, das Frühjahr kommt, da gibt es ein ganz kurzes Gedicht da, das Frühjahr. Das Frühjahr kommt und alles wird wieder grün und auch die Weiberleute werden wieder schön. Trag dann ganz kurze Kittel bis oben Knie oder hey, noch mal was, ist nie, gell? In so einem Fall ist halt dann schade, wenn man eine dicke Haxen hat. Ja, Frühjahrszeit, da gibt es ein ganz altes Gedicht. Ich habe das früher bei den Hochzeiten vorgetragen. Ich habe mir gedacht, ich nehme es ein Bild, habe es ausgegraben. Das ist der Flohmarkt. Wisst ihr, was ein Flohmarkt ist? Ne? Da wird alles zusammengesammelt, dann wird es verkauft. Da gibt es ein Gedicht, der Flohmarkt. Habt schon gehört, liebe Leute, gibt es her, was euch nicht gefreut. Sucht es zusammen, ein Grauen. Beim nächsten Sonntag fängt in Schwarzenbacherin der Flohmarkt an. Heute denkt sie da, der Wuselbold, 10 Jahre, der Zimmerer, mir gefällt eh mein Weiberl nimmer. Hat's gleich zusammengepackt an die Fragen und hat's zum Flohmarkt zugetragen. Das sieht auch grad der Herr Bürgermeister Kulowitsch, der Scheine, rennt gleich zu wie um die Seine, schau was ich jetzt tue, verbind dir Daumen und stütz zum Flohmarkt auch dazu. Der Stornbult aus Kirchberg, der macht so was schön. Geh weiber, magst du den Schwarzenbach nicht am Flohmarkt gehen? Er denkt sich im Stühlen, es war nicht schlecht, wenn's wer kauft, weiß man weg. Die Gruberhärte aber, die hat das überzogen. Was? Die Weiber haben's am Flohmarkt dran. Jetzt machen wir eine Geschichte. Es kommt die Umkehrt auch sein. Mein Mann, der Floh, sehr oft recht hart, Kante und ein wenig verdraht. Auf Nachbarn Fernsehen schlaft er ein, nachher fällt ihm auch nichts Gescheites mehr ein. Ich nehme an, dass ich ihm nicht unrecht tue, ich stelle jetzt am Flohmarkt auch dazu. Schön hat's ihn, du, Liebling, Pfirti. Wenn der wer kauft, nachher ein Pfirti. Ah, sie nähert einen ganz großen Blutzer. Den, was gespeint hat, die Winterpeppe aus Kirchberg. Ich gebe mehr so ganz und gar. Am Blut so weder haben, was tut mit zwei. Am alten Fernsehapparat, den hat gleich die Geistberglinie aus Kirchberg geschnappt. Das ist mir wirklich zu dumm. Würde ich das erste Programm schalten, so wie um. Ich tue mich jetzt ärgern nimmer. Ich habe mein Fernsehprogramm im Zimmer. Und wenn dann kommt ins Bett mein Mann, dann fängt die Sendung da dort an. Jetzt hört der Flohmarkt auf, alle gehen zufrieden nach Haus, alles ist verkauft worden, nichts ist blind, alle Sachen, groß und klein, sind verkauft worden, bis auf einen. Ganz verzockt, fast zum Blären schon im Icke bei Verschwarzenbach der Hofhans. Kommt die Schreie
fängt sie weiter an. Was ist denn ein Mann gleichen schon dran? Nicht einmal Frohmarkt bei ihm bringen wir auf. So. Jetzt haben wir Frohmarkt da hinter uns. Jetzt gibt es zwei Stecklinge mit die Zierwaldbuben. Auf geht's. Thank you.
Ja, den Zier, Waldbaum. Super Musi. Jetzt probieren wir was miteinander. Wir haben nichts probt, muss ich auch sagen. Müssen wir schauen, wie wir überhaupt zusammenkommen. Jetzt haben wir vorher Stanzl singen, gell? Wer mitsingen will, kann mitsingen. Wir fangen damit dann schon gleich an. Ne? So. Ich spiel's mal die Melodie mit vor, ich sing dann wieder rein und dann spielst du wieder runter. Ja, in Schwarzenbach, tut die Hertha den Heimatabend präsentieren. Und dazu kann ich der Hertha wirklich nur herzlichst gratulieren. Ja, die Sorge ein Herz geschwind. Er braucht zwei Motorsum und zwei Weiberleid, der eine Ehre bei einem Engel spinn. Ja, die Kuh und Gruberleid haben miteinander ein Gebiss. Und jetzt muss der Florian eure warten, bis die Hertha mit Essen fertig ist. Ja, der Englisch, das ist ja gar nicht schwer. Ja, dies kann ja jeder, bitte sehr. Sogar der Herr Bürgermeister kriegt es hin und sagt, ich bin der Burger King. Ja, der Ernst Kulowitsch, der Mächtige, und der Gano Sandi, der Prächtige, und der Ene Helmut, der Schmächtige, und noch 13 Verdächtige. Ja, warum nehmen Sie denn alles voran? Die Jungbauern nicht her, weil von denen leben ja die meisten, eh sowieso schon zölibatär. Ja, zur Silberhochzeit hat die Beine gezogen, wird die Sau angestochen. Dann sagt halt er halt zu ihr, du kannst die Sau nix dafür. Ja, was hat denn der Florian Gruber, dass er gar nicht so schaut? Er hätt grad einen Singer wollen, er hat sich nicht traut. Ja, zum Alt bin ich sauber, zum Leid ich scheid und mein Täter ist mir lieber wie all meine Freunde. Und er hat wirklich ein gesungen, er darf noch an, da muss er runterzahlen.
alle Tag, bis soll ich. Sie kocht alle Tag, bis soll ich. Drum soll sie da, wie heu. Alle Tage graut, jetzt ein Hobbys aus sie kauft. Ja, die Stanzl sind gesungen und jetzt hören wir's wieder auf. Und nächstes Jahr sehen wir ihn wieder in schwarzen Wochen heim. Ja, die Musik, die hat einen schönen Klang. Und beim Herrn Bürgermeister sagen wir für die Runde einen recht einen schönen Klang. Und er kann sie von der Frau Abgeordneten ein Beispiel nehmen. Oh.
Quatsch nicht, das hat mich sacklich gefreut. Ich hab mich nicht erduckt, und was mein Stutz hat null. Oh, mir ist ein Fisch, auch ich so erfüllt. Das
Das kümmern wir nicht her. Wer möchte noch so? Hertha. Normal singen wir da nur zwei Strophen, weil es ja so lang geht. Aber der Hertha singen wir gern natürlich alle drei Strophen. Und die Florian natürlich auch. Drei Strophen sagen wir, das muss ich auch unterschneiden. Aber mal singen wir nur zwei, das geht auch mit zwei. Okay, was haben wir jetzt? Wo sind wir am Schneibli? Heute stört das an. Aber sonst wird es so machen. Der Kärntner Lied, das ist Quelle. Alles verkehrt, der anfangen. Was kümmert mich der Mann, was kümmert mich der Mann? Mich kümmert leid das Heiße, wo mein Dir am Erden liegt. Mich kümmert leid das Heiße, wo mein Dir am war er der Fisch wegkriegt, wird's mal gleich schlecht.
Pommes frites dazu, Ketchup gibt's auch noch nur. Pommes frites dazu, Ketchup gibt's auch noch nur. Alles auf die Hand, der Bart schwimmt darüber's Kram. Fütterst dein Hund ums Eck, der drauf verrät. Pommes frites dazu, Ketchup gibt's auch noch nur. Pommes frites dazu, Ketchup gibt's auch noch nur. Alles auf die Hand, der Bart schwimmt darüber's Kram. Fütterst dein Hund ums Eck, der drauf verrät. Hunger krieg ich gleich, wenn ich mit uns erziehe. Ich soll sie in Plastik drehen, ob das ein Sinn. Hunger krieg ich gleich, wenn ich mit uns erziehe. Ich soll sie in Plastik drehen, ob das ein Sinn. Frisst es dann gleich samt dem Plastikzaun. Frisst es dann gleich samt dem Plastikzaun. Scheiß den Brei, wird kein recycelt sein. Und was geht am Lob, das ist verdruckt. Plastikzaun, frisst es dann, gleich so ein Plastikzaun. Scheiß dein Brei, wird kein Recycle sein. Auf das Kern hoch, das ist verdruckt. Ja, die Schlafhaubuhr. In Hundmeier kennt sie alle in Kirchbergöl Fleischhocker. Kennen alle, gell? Die meisten schon. Jedenfalls zwei Schweine stehen beim Hundmeier, ne? Und die eine hat so gezittert, ne? Jetzt hat die andere gesagt, was zittert denn so, ne? Sagt sie, bin so viel nervös von Anstecher. Geh! Die andere gesagt, brauchst du nicht nervös werden. Der Hundmeier heint sticht gut, ich bin schon zum dritten Mal da. Bevor es an den Schlafen wurden und zwei Lieder singen, hätte ich ein Gedicht, habe ich ein Gedicht mitgebracht. Das ist ein Gedicht, wo jeder ein bisschen mitdenken muss, ja? Die Hurbe Bayerin, voller Jammer, sitzt ganz verheert in ihrer Kammer. Sie weiß keinen Ausweg nimmer, weil mit ihrem Mann wird es halber schlimmer. Ich meine, das Saufen weiß eh schon gewähnt, aber jetzt wird er nur grob und fein. Seit er eine junge Freundin hat, war ihr am liebsten, sie war tot. In Köhler bei ihrem Klumper trunken, da hat sie einen trunken Revolver gefunden. Da waren sogar Patronen drin, nur hat das Ganze ja gar keinen Sinn. Sie hat sich ja noch nie erschossen, wie kann sie sich darauf verlassen, dass sie es richtig macht. Dann fragt sie den Doktor mit Bedacht, wo bei der Frau denn das Herz denn ist. Der sagt, na das ist sicher gewiss, drei Finger unter der linken Brust. Da hat er einen Turbabeirin die Hand abwusst. Wie schnell haben sie einen Revolver? Der Rotfahndoktor, der hat ja sicher geholfen. Sie hat ihr Kammer dir verschlossen, drei Finger unter der Brust aufgekriegt und gleich geschossen. Ihr Mann, der den Trommelkrocher hört, er findet die Kammer dir versperrt, da bleibt keine Zeit mehr viel zum Reden und hat die Tür gleich drin. Der Notarzt, der kann das nicht fassen, warum sie die Turbabeirin in die Knierscheibe geschossen. Nein, die Schlafanburg können wir noch mit rein. Also ein Platz, all ist uns fern, den
Platzerl ist uns zwar. Aber die noch Klosterne Burg haben wir's miteinander gemacht. Wir's zum Horn verdammbar gewesen, war's schon voll in finstere Nacht. Da kommen wir zum Gölertierl. Da schreit der Wirt, gekommt's herein. Ja, da trinken wir miteinander. Am Gürten, da behebt der Wein. Steig mal so wie, steig mal so wie, erst ist durch an und der Sohn. Richtung Hino, Samas Chinio, oberher rauf uns uns Brot. Richtung Hino, Samas Chinio, oberher rauf uns uns Brot. Von der Höhe hab ich was gelesen, dort soll es auch nicht ohne sein, denn da hat's nur die Teufel, alle besten Weiber rein. Alle besten Weiber, denen Mau in der Nacht zu gehen, die haben in den Kessel rein, ja, wo die Teufel und Maria. Schau mal so wie, vielleicht ist noch ein Platz am Freien. Da schickt man unsere Weiber Obi mit einem Schnitz und Obergleich. Da schickt man unsere Weiber Obi mit einem Schnitz und Obergleich. Ich brauche ja nicht zu einem Jungkontanz. Ja, den Knopf fresse ich mir immer vorher aus. Badam, 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 badam,
Wladimir Putin und Ernst Kulowitsch zu sich gebeten zu einer kurzen Besprechung. Der liebe Gott hat gesagt, ihr seid die wichtigsten drei Personen auf der Welt. Was soll ich sagen? Neueste Information, in 10 Tagen geht die Welt unter. Geht's raus und informiert euch Erfolg. Na, der Wladimir Putin hat das gemacht, ist vor das Volk hingetreten, vor das russische Volk und hat gesprochen. Liebe Russinnen und Russen, ich habe für euch 2 schlechte Nachrichten. Die erste schlechte Nachricht, Gott gibt es wirklich. Die zweite schlechte Nachricht, in 10 Tagen geht die Welt unter. Dann der Barack Obama, das Gleiche, er tritt in Amerika vor das amerikanische Volk und spricht. Liebe Amerikaner und Amerikanerinnen, ich habe für euch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, Gott gibt es wirklich. Und die schlechte Nachricht, in 10 Tagen geht die Welt unter. Na, wir blicken nach Schwarzenbach, Gemeindeversammlung, Bomb voll der Säule. Der Bürgermeister Kulowitz tritt vor die Gemeindebürger und spricht. Liebe Schwarzenbachlerinnen und Schwarzenbachler, ich habe für euch 2 gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht, Gott gibt es wirklich. Und die zweite gute Nachricht, ich bleib so lange in der Bürgermeister, bis die Welt untergeht. Jetzt geht die Kerstin dran mit einem Solostück, die Würzjoch-Polka. Kommt zum Loderbauern, sie gehen in den Stall die Kuh anschauen. Die muss ja gar verkaufen will, weil die gibt eh schon viel zu wenig Mühe. Der Franzi, einer jüngster Bauer, geht mit und los beim Handel zu. Da sieht er, wie der Handler köbelt und die ganze Zeit die Kuh angeröbelt. Er greift ihr zwischen Piers auf Seite, er drückt am Bauchi und so weiter. Mit Geld, da kommen sie zuerst nicht zusammen, weil Fliegerhirz keinen Preis nicht haben. Aber dann mit lauter Hin und Her, der Bauer, der will natürlich mehr, dann kommen sie langsam zusammen die zwei und wie der Handler weg war, da fragt das Bieri, so wie er so, greift der Handler da zur Kuh so an. Ja, weißt du, wenn du was kaufen willst und die Woche nicht angeschmiert fühlst, du musst auch wissen, was davon
dann greift man um und um alles ein wenig an. Zwei Wochen fast sind vergangen dann, hat der Vater in Hobern baut. Da ist das Bibi ganz entsetzt, bloß ist sie am Acker nachgequetscht. Ist ganz aufgeregt und hat blärt, dass der Vater ihn schon von der Weiden her. Da sagt das Bibi ganz Tränen verschmiert, Vater, komm heim, bevor noch was passiert. Der Brieftrager ist schon wieder da. Ich glaub, der kauft uns diesmal die Mama an. Ein ganzer kurz, bevor dann die Annemarie und die Kerstin noch zwei Stücke spülen. Das Dirndl bellt Mutter an, ob sie mit dem Buben zum Tanz gehen kann. Die Mutter hat es nicht gern erlaubt, weil sie alle nur an die Unschuld gehabt. Und da hat es, wie sie für die Mutter gehört, das Dirndl halt vorher aufgeklärt. Ein Buben, so fangen sie an, ganz ernst halt an, den darf man in der Nacht nicht trauen, weil die würden alle nur dasselbe dann wollen. Zuerst dann so ein wenig Handel haben und dann nach einer kurzen Zeit ist der erste Bussel nicht mehr weit. Dann fangen die an zu schmusen, spült sich dann mit den Bussen und ist das Band ein wenig verschoben, dann liegt er schon auf die Drohung. Und nachher fangen auch der Kotzen jammer und unsere ganze Verwandtschaft kann sich schaumen. Das Dirndl lost mit Augen und Mäu und denkt sich gar nicht viel dabei. Wer sagt, ob das alles stimmt, was die Mutter gar so tragisch nimmt? Gleich nächsten Tag hat die Mutter gefragt, ob alles so war, wie sie hat gesagt. Ja, Frau, die Mutter, ganz genau. Aber nur mit Aufbelegen, da war ich schlau. Da hat er zuerst ein wenig blöd geschaut und hat sich nicht gleich drüber traut. Da hat er es nämlich gar nicht übersehen und schon bin ich auf ihrem umgegangen. Und jetzt soll er den kurzen Jammer. Jetzt kann sie seine Verwandtschaft schauen. Thank you.
Langsam kommen wir zum Finale. Für mich ist es jetzt der letzte Auftritt hier auf der Bühne. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für den Applaus, für Mittun. Ich sage es immer wieder, sollte ich natürlich jemanden beleidigt haben, dies bitte zu verzeihen, wir waren ja heute auf einer Heimatung, nicht sonst irgendwo. Bevor dann der Zwei-Täler-Dreigesang mit der Kerstin noch das Lied singt, der Himi ist Klaus Horter und der Holderpur bin ich, möchte mit einem Gedicht schließen, ein bisschen was zum Nachdenken. Das Ganze heißt, a Welt ohne Musi. A Welt ohne Musi war wie a Wiesen ohne Blier. War a Bach ohne Wasser, war a Haus ohne Zier. War a Herz ohne Freuden, war a Schlaf ohne Traum, war a Nacht ohne Sternl, war a Wald ohne Baum. A Welt ohne Musi war a ausgeschöpfter Brunnen. War Himmel voll Wolken, war Tag ohne Sonne, war Tag voller Nöbe, war Morgen ohne Tau, war Trieberin ins Wasser, ganz kalt und ganz grau. A Welt voller Musi, war Freude, a Welt voller Musi, a Welt voller Frieden, war Welt voller Streit, war Welt voll mit Brüder, war Welt voll mit Lieb, war Welt voll mit Sonnenschein, bis zum Ende hin nie trieb. Darum danken wir dem Herrgott, mehr möchte ich nicht sagen, für die Leute, die uns Musi ins Herz eintragen. Die uns vor den Schein, es da gibt im Leben, wir heute voller Freuden ein bisschen was geben. Es sind besondere Leute, verdienen ein Lob, und da tragen sie so bescheiden dahin, die schöne Gott. Und tragen so bescheiden dahin und so viel Freude, die es so Not hält, gerade jetzt in unserer Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun die Sänger bitten, die letzten zwei Lieder. Oh.
geleistet hat und was sie hoffentlich noch leisten wird, ist, glaube ich, unbezahlbar. Wenn du nicht weißt, waren wir auch heute noch da. Sie ist die Kulturmutti von Schwarzenbach, man kann sagen, die ganze Kulturmutti von der ganzen Region, und einmal einen kräftigen Applaus für die Hertha Gruber. Kommt jetzt raus, der Rapfenkehrer bringt dir Glück. Ja? Er soll dir Glück bringen. Und wir singen da ganz kurz ein Lied. Haben wir noch probt, aber wir verwirren es nicht. Zwar singen wir haben die gern. Wir haben die gern, wir lieben dich so sehr. In unserem Herzen drinnen bist nur du allein. Wir lieben dich so sehr. Wir haben die gern, ja so gern. Wir haben die gern, wir lieben dich so sehr. Und zwar ist das unser Seferin. Seferin, kennst du auf? Wie? Ja. Unser Seferin war heuer am 23. Februar 50 Jahre. Wahrscheinlich.
Weißt du, wie schön Mann gesehen hast du ja, noch vorstellen, na sicher. Nein, ich möchte tausendmal Danke sagen für ein Aushauen, was du jetzt gemacht habt mit uns. Ich hoffe, es geht schon jeder ein bisschen mit einer Freude heim und dann sagt es, schön war es in Schwarzwald.